keep talking. I'll keep ignoring you. Fuck you, buddy! No one's impressed. Here's one for your mother! Ow! It's the devil's rectum in here. When did we move to hell? You were the one who insisted on relocating for that stupid video game job. Yeah, well, crack doesn't buy itself, you know. Why isn't the AC on? Broken. On the Fred. Jesus, woman. Where's the milk? It's on the damn list. Don't put you on a damn list. What the? Ah, stupid dog. Don't let the dog out. Crap. And don't forget my rocky road. Yeah, whatever. Let me guess. I can tell this is going to be an interesting day. Go see Vince. I was pretty hungover yesterday, but I think I remember where I work. Score some cash. Excellent. There it is. Pick up some milk. Now where is that? Here it is. Ja, und damit herzlich willkommen zu einem, ja, vielleicht neuen Let's Play oder vielleicht einfach nur mal eine Runde mit, wie ihr schon seht, Postal 2. Viele von euch werden dieses Spiel vermutlich schon kennen. Es ist auch schon ein sehr etwas älteres Spiel. Und ja, in diesem Spiel kann man sehr viele Sachen machen, wo man sich sagt, so WTF, das ist ja Wahnsinn. Ja, dieses Spiel gibt es jetzt bei Steam relativ günstig. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, sieht interessant aus. Ich habe mir auch schon mal ein paar Videos mal angeguckt von früher und dachte so, Mensch, das Spiel sieht wirklich gut aus. Zumindest das, was man da machen kann. Und was ich noch sagen will, dieses Spiel ist für, ja, erst ab 18. Deswegen werde ich vielleicht dann noch irgendwo was hinschreiben, wo halt da steht, erst ab 18 angucken, weil dieses Spiel es schon sehr in sich hat. Und mit was es genau in sich hat, werden wir uns auch noch angucken. Ich bin auf jeden Fall jetzt hier der Postal Dude. Sind wir. Und wir müssen anscheinend erstmal ein paar Aufträge erledigen. Und ich gucke gleich mal hier auf die Karte. Pickup, Paycheck. Okay, wir müssen unsere Karre, nehme ich jetzt mal an, reparieren. Müssen irgendwie Cash
Paycheck, irgendwie Cash besorgen und wir müssen uns Milch holen. Und ich muss sagen, mein Englisch ist jetzt nicht so, wo man sagt, wow. Aber in dem Spiel, habe ich gehört, braucht man auch nicht so gute Kenntnisse. Deswegen werden wir hier einfach mal ein paar Sachen nehmen. Und ich habe auch schon mal reingespielt, zum Beispiel mit dieser, Kifferpfeife. Wenn man jetzt auf E drückt, bekommt man mehr Lebensenergie. Hier könnt ihr euch auch noch mal reinlesen, falls ihr Interesse habt zu wissen, was da so genau steht. Einfach auf Pause drücken und... Okay, wir laufen jetzt einfach mal hier rum, gucken uns erstmal um und wie schon gesagt, dieses Spiel ist einfach nur ein großes... Also, ich habe mir mal ein paar mit F, was... Hit to F. Ich muss auch erwähnen, die Steuerung ist etwas, ja. Also mit F zum Beispiel können wir hier Waffen rausholen, Waffen reintun. Hier haben wir noch eine Schaufel. Ja gut, doppelt hält besser, aber wir brauchen sie nicht. Und hier können wir reingucken und können auch das hier machen. Ja, das ist sehr interessant. Das ist übrigens unser Hund, dem geht's gut. Das ist immer gut. Und wir müssen jetzt, wie gesagt, die ersten Aufträge erledigen. Wir können ja mal ins Haus gehen. Aber das machen wir dann lieber mal hier. Hallo. Schöner Fernsehen. Sie haben wirklich einen schönen Fernsehen hier. Was? Wieso die Cops? Alter. Hey, bleib stehen. Bleib stehen. Naja gut, der Typ, der rennt weg. Wir können mal ganz kurz aufs Klo gehen. Hier steht noch da, drücke R. Und, ja, ihr seht schon, es ist auf jeden Fall sehr creepy. 19, warum das hier so hoch? Gut, wir tun hier mal ein bisschen... Oh. Okay, ihr seht, ihr zensiert, sehr gut. Und ihr habt gerade mitgekriegt, wir haben ein Achievement freigekriegt, denn wir haben unsere eigene, ja, wir haben ja selber mal getestet, wie das schmeckt. Ein Achievement, wo ich sagen muss, okay, oh shit. Ist okay, ich verpiss mich, hallo, WTF, ich geh weg. Oh Gott, da ist ein Cop. Ich wollte doch den Tag ruhig beginnen, nein, Hilfe. Wir werden von dem Cop verfolgt, ne, das fängt ja schon gut an, die Sache hier. Mann, ich dachte, das war unser Haus, aber wir wohnen nur in diesem Wohnwagen, deswegen ist die Sache... Der hat uns nicht gesehen. Wir könnten natürlich jetzt gemein sein und mit der Schaufel auf ihn draufhauen, aber ich wollte eigentlich jetzt erstmal hier nochmal schön demonstrieren. Bam und Stich, Stich. Und jetzt rennen natürlich hier überall Cops rum, na, das ist wunderbar. Und natürlich verlieren wir hier unten, also unten rechts, unter dem pochenden Herz, seht ihr diese Meldung, dass wir halt von der Polizei gesucht werden. Hier liegt überall ein Haufen Köttel rum. Gittigit, Champ House. Okay, der Cop ist blind. Wir können uns auch hier so Schleichmodus machen. Gucken, ob wir hier irgendwie hochkommen. Ja, wunderbar, sehr schön. Wir flüchten erstmal vor der Polizei. Ich weiß natürlich jetzt nicht so genau. Oh, verdammt. Hier müssen wir weg, weil hier wird diese Gegend... Also es gibt auch manche Häuser, Einwohner, die haben einen Hund. Und es kann sein, dass uns der Hund dann angreift, falls wir hier so, ne, einfach so reinplatzen und ja, ein bisschen Spaß machen wollen. Hallo, Miss. Better step over, yo. Yo, was geht ab? Was hast du da? Was hast du da? Zeigen. Sag, was hast du da? One side. Ja, geh weiter. Lauf gegen die Wand. Okay, gut. Ja, nee, was wollten wir machen? Genau, wir wollten jetzt erstmal nochmal auf die Karte gucken. Wir sehen hier der Pfeil, der blinkende Pfeil, das sind wir. Und wir müssen, ich würde mal sagen, wir gehen jetzt erstmal hoch. Also gerade... Naja, wie soll man sagen? Also oben... Also wir gehen erstmal ganz hoch, wo das RWS steht, also Paychecker. Paycheck. Paycheck, genau. Da gehen wir erstmal hin, falls wir bis dahin... Professor? One side. Jo, alles cool. Okay, wir gehen jetzt erstmal zu dem Paycheck
gucken mal, was uns da so Schönes erwartet. Hier kommen wir nicht lang. Meet me at Meet World. Und wir spielen jetzt, wenn ich es richtig gesehen habe, nicht die originale Postal-Kampagne, sondern irgendwie so eine Seven-Day-Kampagne, also so Seven-Day-Spiel, wo wir alle 7 Tage spielen, quasi Montag bis Dienstag. Hallo, Mister. Look out. Ja, look out. Ja, lauf ruhig weiter, ist alles cool. Hallo, Miss. Oh, Alter. Gucken Sie mich schon. Alter, was hat die für Augen? Kriegst du ja Angstzustände. Ja, genau. Wir werden erst mal sehen, wie weit wir kommen, wie wir uns hier... Oh, okay. Ja, es kann sein, dass manchmal Balladebalken kommen, weil die, die Gegenden werden neu geladen, warum auch immer, keine Ahnung. Es ist halt so, wir haben jetzt ein neues Gebiet betreten. Genau, jetzt. Ich hoffe, es hat mit der Aufnahme nichts Probleme jetzt gegeben. So, hier haben wir nichts drin im Müll. Da hinten läuft einer rum, der freut sich, warum auch immer. Da läuft ein Polizist rum, so wie es aussieht, der freut sich. Wir sind jetzt im... Ja, wir sind jetzt da unten und können jetzt Richtung Cash Check gehen, also zur Bank. Hey you, how you do it? Okay. Also man hört ja auch... Nee, ich gehe mal lieber nicht rein, denn ich möchte keine Probleme haben wegen der Musik oder so. Man hat jetzt auch Musik gehört. Ich hoffe mal... Au. Fuck. Ja, man kann... Ja. Look out. Hi. Aha, okay. Gut. Gut. Laufen wir hier richtig... Ah, hier oben steht. Hier oben steht Bank. Bank, Junkier, Clinic, Factory. Okay, wir gehen mal zur Bank. Ich glaube, gleich kommt wieder ein schöner Lademoment. Genau, da ist er auch wieder. Lalalala. Na komm, lade fertig. Wunderbar, wir sind wieder da. Ja, warum das manchmal ruckelt und so, keine Ahnung. Es ist halt schon etwas älter, wie gesagt, dieses Spiel. I don't feel so good. Und was ich dazu sagen muss, ich habe den ersten Teil nie gespielt, weil, ja, ich hab mal reingeguckt beim ersten Teil. Ich fand den jetzt nicht so, wo man sagt, okay. Also kann man, also für mich war das vom Aufbau her nicht so wirklich interessant. Dann habe ich mal beim dritten... Alter, was ist das denn für ein Geräusch? Genau, dann habe ich mal im dritten Teil reingeguckt. Es gibt ja auch noch einen dritten Teil von Postal. I knew that stuff wasn't good for me. Was ist denn los? Wieso pocht das Herz jetzt? Dem geht's nicht gut. Muss er vielleicht erstmal hier kurz... That's the ticket. Ah, erstmal schön hier an die Ecke... Wasser lassen hier schön hier. Ah, tut das gut. Das tut gut. Erstmal schön hier eine Pfütze machen. Ah, wer kennt das nicht? Man, draußen nachts in der Straße oder am Tag irgendwo sich hinstellen und erstmal schön hier. Ne? Kennen wir alle. Okay, ich habe gerade extremen Schaden genommen. Was hat der Mann für Probleme? Ich weiß es leider nicht. So, hier, wir können auch ja, Streichhölzer werfen, die wir dann, wenn uns langweilig ist, einfach mal wieder hier so ein bisschen hier so, können wir einfach mal hier so schön alles voll nebeln, damit keiner sieht, was wir hier machen. Okay, weiter geht's. Wir wollen zur Bank, 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 Bank. Hallo, bin ich hier bei der Bank? Ich guck erst mal. Ja, sieht zumindest so aus. Hier gibt es... Hi. Hi. Hi there. Is this everything? Yes. That'll be $100. Ach so, hier können wir anscheinend... Hier ist die Klinik. Hier können wir uns von der guten Dame helfen lassen. Hi. Hier sind die ganzen Telefonleute, die hier immer rumklicken und das alles verbinden. I definitely need more of that. Aha. Ich habe mir jetzt einfach mal just for fun. Hi. Hi there. Ja, man kann sich einfach auch das Zeug mitnehmen, wenn man gerade kein Geld parat hat, dann nimmt man sich das Zeug einfach mit. Sehr schön, ohne dass es jemand mitkriegt. So, was haben wir hier Feines? Hier haben wir... was? Wie? Ei. Ja. Das ist natürlich wieder sehr, sehr lustig. Finde ich gut. Kann man hier? Guckt gerade keiner? Okay. Oder hier vielleicht?
Oh. Okay, das ist natürlich auch nicht schlecht. Erstmal wieder wegstecken, die Waffe. Was macht dieser nette Herr da? Hallo, kann ich? Idiot. Ja, ich bin ein Idiot. Ja, guck dich doch mal an hier, du Idiot. Hey, Mizi, bleib mal stehen. Ich wollte mal kurz Hallo sagen. Okay. Fee of American. Sind wir hier richtig bei der Bank of Scotland? Ja, hier ist es richtig. Sehr schön, hier müssen wir hingehen. Und, die reichen Leute treten auf das arme Volk. Ja, so sieht das hier aus. Wunderbar. Naja, naja, ich sag mal dazu gar nichts mehr. So, hier haben wir, können wir Geld abheben? Hallo, ich möchte Geld haben. The Bank. Hey, watching, geh weiter. Ich brauche dich nicht. Hallo, Officer. Kann ich mal zuerst hier? Hallo? Ich wollte mal. Kick ass. You're welcome. Hallo? I'm sorry, but you'll have to go to the back of the line. Ja, ist ja gut, da stell ich mich halt erstmal an hier. Dann macht er mal einen ruhigen hier, so, guck mal erstmal hier, was haben wir hier Feines. Wir könnten natürlich jetzt auch ganz gemein sein und könnten hier erstmal anfangen, alles, alle umzubringen oder alle kaputt zu machen, wie auch immer. Hier gibt es nix, hier gibt's auch nix. Den Typen könnten wir schlagen, wollen wir allerdings nicht, denn da unten rennt ein Bulle rum. Beziehungsweise einmal die Polizei, ja. Oh, what the hell, what? Was denn? Ich hab doch gar nichts. Ich hab doch. Ja, also wie gesagt, ich hab mich noch nicht ganz so reingeguckt. Wir stellen uns erstmal an. Ich hoffe, der Bulle tut uns nichts. Please your next. Okay, da läuft er einfach mal so. Yeah, ich bin voll der Coole. Gut, sehr schön so. Ein ganz normaler. What the hell? Alter, was hat er gemacht? Was hat er gemacht? You, buddy. Hallo? You're welcome. Hey, watch it. Habt ihr alle... Hallo? Was haben die für Probleme? Das Schlimme ist an der Sache, wenn ich jetzt anfangen würde, meine Waffe zu zücken, also meine Schaufel, dann kann es passieren, dass dieser nette Herr da uns hauen will. Wenn wir ihn natürlich umlegen würden, könnten wir ihn seine Waffe abnehmen und könnten hier ein bisschen, naja, Randale machen. Was Kick-Ass? Aber das wollen wir natürlich noch nicht machen, denn wir wollen erstmal einen gechillten Tag machen. Ja, wir haben ja gerade mal Montag, deswegen immer alles ruhig. So, erstmal anstellen hier, wie es sich im echten Leben auch gehört. Erstmal warten hier. Deshalb ist es schade, dass wirklich nur eine Kasse off ist. Beziehungsweise ein Informationsschalter. I need to withdraw some money. And how much would you like to pay? La 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 la. 80 bucks. Boy, hallo, Miss. Hi. Wenn du dich jetzt hier anstellen willst, ne, dann gibt's auch eine Backpfeife. So, hi. Yo. Hello. I need to withdraw some money. And how much would you like to withdraw? Hallo? Ich bin dran. Hey. Okay. Miss, können Sie mal bitte da weggehen? Hallo? You the bomb. Hauen Sie mal ab mit Ihrer Bombe. Gehen weg hier. Hi. Can anyone help you? My bad. Hallo? How can I help you? Oops. Hallo? Help you? Ja, sie soll mir helfen. Ach, dann lass doch stecken, wenn du mir nicht hilfst. Guck ich halt mal hier nochmal kurz ran. Oder das Schöne ist ja, wir können ja auch speichern, deswegen werde ich hier mal kurz speichern. Jo, sehr schön. Und werde mal einfach jetzt hier mal schön. Lass mal den hier. Bam! Sei ruhig. So. Okay, das war nicht gerade schön, aber hey. So, Leute, bleibt. Okay. Es tut mir leid, aber es musste sein. Und ihr seht schon, wieso, weshalb das hier so etwas,
nur ab 18 zu sehen ist. Man hat dem Herrn hier den Kopf weggeschossen. Es geht noch schlimmer, aber das muss jetzt nicht unbedingt sein. Miss, ich brauche Geld. Geben Sie mir die Kohle. Ich bin arm. So, lass mal aufladen hier. That stuff really works. Ich weiß nicht, ob ich dies richtig tue. Huch, jetzt bin ich gerade hier im... So, Cash. Cash-Check, ja. Vielleicht habe ich es auch falsch verstanden. Ich gucke einfach mal hier rum. Hallo? Oh, hier, guck mal da, eine Bank. Tresor. Ach, na, das ist ja wunderbar. Mission accomplished with extreme prejudice. Oh, das war, oh shit, das war glaube ich nicht so gut, wie wir das hier aber. Ich glaube, das war nicht so gut, wie ich mir das hier gerade vorstelle. Ach, verdammt. Komm daher, bam, 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 aua, hey. Alter, wie viele kommen denn da jetzt hier, aua, Hilfe. Ja, super, ein reichstes Massaker an... Hallo, ich gebe euch Geld, okay, ich gebe euch Geld. Ihr habt doch Geld. Ach, verdammt, wir sind tot, okay. Okay, wir sind gestorben, das kann passieren. Aber ja, so haben wir das mal gesehen, wie wir sterben. Lalalala. Jetzt wissen wir ja zumindest, was wir zu tun haben. Wir müssen einfach erstmal easy going das Geld mitnehmen, haben natürlich waffenmäßig gerade nichts parat. Nein, 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 du bist doch ein Hans. Jetzt will er die Cops rufen. Na, das ist ja mega. Ich hoffe, man kann das wegdrücken. Okay, kann man das wegdrücken? Okay, die Zwischensequenz kann man leider nicht wegdrücken. Ich hoffe mal, wir stellen uns jetzt ein bisschen besser an als gerade eben. Dass wir die Flucht ergreifen können und die ganzen Cops da wegkriegen. So. Natürlich will ich erstmal das ganze Geld mitnehmen. Oh. Shit. So, ist mal hier. Zack. Halt! Nicht schießen! Nicht schießen! Nicht schießen! Ich verpisse mich. Uah. Weil das Schlimme ist nämlich, wenn... Ach, du Heilige, wie viele sind denn... Hallo? Hallo? Mist? Oh, lass mich mal durch hier. Gut, sehr gut. Na, 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 na. Oh Gott, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Schnell Medikit. Yeah, nice, easy going. Uah. Hallo? Nein, lass mich. Ich möchte nicht wirklich jemanden jetzt töten, bis auf den einen Herrn, den ich leider, schlagen musste, weil es nicht anders ging. Kann ich hier vielleicht das Auto... So, Waffe eingesteckt, wunderbar. Ich hoffe mal, die Cops verfolgen uns jetzt nicht mal so extrem. Nee, gut. Die Bank haben wir erfolgreich ausgeraubt. Und nun machen wir... Nein, da laufen sie, Hilfe. Hilfe, Hilfe, wir werden mal in eine andere Gegend wechseln. Da wir ja hier fertig sind, so, jetzt gehen wir einfach mal dahin. So, sehr schön. Puh, wir haben das Geld geklaut, das ist doch wunderbar, das macht mich glücklich. Fürs Erste nicht schlecht. Sind natürlich immer noch gesucht, wie verrückt, und müssen jetzt, wo sind wir denn hier? Okay, die Gegend kenne ich hier gerade gar nicht. Was? Wie bitte? Moment, ich möchte mal ganz kurz, wir haben eine Katze. Wir haben eine Katze da oben stehen. Ich weiß jetzt nicht, wie ich die ganzen Sachen groß aktivieren muss. Da muss ich dann später nochmal in die Steuerung reingucken. Oh Gott, die Polizei. Ist das eine Polizei? Ja, das sind zwei Polizisten, die stehen rum wie... Ja, wie angewurzelt. Alter, was ist denn da? Oh Gott. Oh Gott, habe ich hier... Okay, ich habe die Waffe. Yay, lass mich raus hier, lass mich raus. Hallo? Hallo? Nein, ich will hier raus. Hilfe. Ich hoffe, die schießen jetzt nicht gleich. Guckt euch mal die an, die hat voll den... Weiß ich nicht, was mit der los ist. Die freut sich. Wieso, weshalb, warum? Keine Ahnung, die freut sich halt. Kommen die uns jetzt hinterher? Alter, guck mal.
Guckt euch mal das an, die hat eine Knarre. Die hat nichts Besseres zu tun, als mit einer Knarre rumzulaufen. Natürlich. Und die Polizei lässt sich davon natürlich nicht beeindrucken. Die sagen sich, hey, gut so Mädel. Schön mit einer Waffe rumzurennen. Hi. Oh shit. Oh fuck it. Hilfe. Ich werd gehasst. Hilfe, ich werd gehasst. Ich verpiss mich hier. Hallo Doc. Alter, wo sind wir hier nur hingeraten? Hilfe, eine Horde von Leuten mit Schaufeln und die Polizei verfolgen mich. Das ist ja natürlich nicht gerade schön. Und wir kommen nicht lang. Na toll. Nein, bitte. Bitte schlagt mich nicht. Ich bin ganz lieb. Schlagt mich nicht. Erschießt jemand an. Hey, wartet mal. Kann ich dem vielleicht helfen? Wobei, nee, der Cop da verfolgt. Ja, verpiss dich, Junge. Was hat denn da für eine Waffe? Einfach mal die Waffe genommen. Sehr gut. Wie viel Schuss? 6 Schuss. Na gut, ist jetzt nicht viel, aber okay, passt. Toll. Ich wollte... Nein! Nein, bitte nicht. Wo ist er? Wo ist der Hund? So. Alter, guck mal. Guck mal, guck mal. Da wird von dem Hund gejagt. Juhu. Ach, wie cool. Da wird er von dem Hund ge... Okay. Hallo? Miss, hallo? Geht's Ihnen gut? Geht's Ihnen gut? Oh, eine Waffe. Alter, was ist denn hier los? Ach, wunderbar, noch eine Waffe. Ey, dankeschön. Also, ich finde das gerade irgendwie sehr interessant. Der Hund tötet alle und frisst an ihnen rum und greift natürlich auch die Polizistin an. Das ist ja mal... hallo? Was macht der Hund? Ja, juhu. Wir kriegen einen Schlagknüppel und... Oh, ganz ruhig, Hundi. Aua. Blöder Kaktus. Ja, die einzigsten Verletzungen, die ernsthaft sind, sind die Kaktusse. Echt, so ein krasser Hund. Ich verpiss mich mal lieber hier. Wir gehen mal in eine andere Gegend. Weil ich möchte jetzt auch noch nicht so viel Probleme haben mit den ganzen Leuten hier. Sehr gut. Wir speichern nochmal, vorsichtshalber. Nicht, dass es wieder ein paar Probleme gibt. So, Game, you save. Wunderbar. Okay, weiter geht's zur Richtung, ja, Cash Hammer. Da gehen wir jetzt Milch holen. Wir gehen uns jetzt die Milch kaufen. Ich hoffe, wir bekommen die Milch auch. Weil ich habe das schon mal ausprobiert und da ist mir was passiert, wo ich dachte so, Augenblick bitte.